Heftig. Original. Ein Shiny Darkrai. Krass. Krass. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Ein Shiny Darkrai in der 4. Gen. Pokémon Diamant. Ich habe locker über 10.780 Soft-Resets gebraucht. Heftig. Gut, dass ich noch diesen Moment erwischen konnte. Ich bin voll drauf hängen geblieben, als es ankam. Ich dachte, was? Wirklich? Ist das wirklich ein Shiny? Und ich bin richtig glücklich darüber, dass ich den Effekt hier mit euch gemeinsam im Video genießen kann. Dieser Shiny-Effekt in der 4. Gen ist ganz anders. Okay. Ja. Ich sitze hier schon seit einem Jahr an diesem Hand. Jetzt nicht permanent, aber insgesamt. Ja, also ich habe auch andere Sachen zwischendurch gemacht. Okay, falls ihr euch fragt, warum ich hier ein Natur auf Level 1 am Start habe. Das liegt daran, weil ich unbedingt ein Pokémon mit der Fähigkeit Synchro bei mir haben wollte. Und mit dem Wesen Scheu, damit Darkrai ebenfalls das Wesen hat. 50% oder so. Aber, wie ich feststelle, hat dieses Natur die Fähigkeit Frühwecker. Mal kurz die anderen Pokémon ab. Ich habe hier ein Tangolos auf Level 33, ein Sherox Level 67, Abra Level 4 mit der Fähigkeit Konzentrator. Okay. Nee. Okay, was soll's. Dann legen wir los, Leute. Eieiei. Eieiei. Es ist ein Level 40 Shiny Darkrai. Nicht auf Fliehen drücken, nicht auf Flucht drücken, Junge. Beutel, genau. Was habe ich denn für Bälle am Start? Okay, ich habe 63 Pokébälle, Leute. Ja, man kann den Touchscreen nicht sehen. Das ist der Grund, warum ich euch einmal vorlese, was ich gerade vor mir sehe. 63 Pokébälle, 2 Premierbälle, 49 Hyperbälle, 3 Superbälle und 44 Finsterbälle. Oh, ich habe keinen Flottball und auch keinen Meisterball am Start. Ja, ich habe den Volt Glitch benutzt. Deshalb kann ich dieses Darkrai hier antreffen. Okay, mit Natu kann ich nichts reißen. Es jetzt rausrufen ist auch nicht so klug. Daher setze ich direkt einen Finsterball ein und mal schauen, was passiert. Ein Shiny Darkrai. Ja, ich muss es jetzt fangen, ne? Das Treffen ist die eine Sache, das Catchen ist die andere Sache. Boah, dieser Effekt! Dieser Effekt! Als ich das erste Mal im Pokémon Platin ein Shiny Pokémon erwischt hatte, fand ich das ebenfalls flashig. Oh, Natu ist noch am Start. Ja, cool. Dann machen wir weiter. Was für ein Attack hat Darkrai gerade eingesetzt? Hab nicht hingeschaut. Ja, ich war eben gerade draußen am Spazieren und hab gehuntet. Ja, also, ich bin ein wenig leichtsinnig unterwegs. Ich bekämpfe hier einen Level 40 Darkrai und setze die ganze Zeit Bälle ein, ohne es wirklich irgendwie anzugreifen. Das ist meine Art und Weise, mit Natu auf Level 1 zu kämpfen. Ich setze schon wieder Nachtmar ein. Ey, nicht auf Flucht drücken. Ich glaube, ich sollte den Stift benutzen. Und ich glaube, ich sollte den 2DS einmal ablegen. So. Jetzt bloß keinen unnötigen Fehler machen, Kanscha. So. Hyperball. Mal schauen, Leute. Also, ich würde mich echt freuen, wenn ich dieses Pokémon fangen kann. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren ein Video gesehen zu haben, wie jemand vom Pokémon Diamant Shiny Darkrai zu Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond rüber getradet hatte. Ich versuche mal, das auch irgendwie hinzukriegen. Und vielleicht kann ich dieses Darkrai dann auch irgendwann mal in den neueren Spielen benutzen. Ich bin schon auf das Wesen gespannt. Ah, kann schon erstmal fangen. Kennt ihr die Klonmethode im Pokémon X und Y? Vielleicht kann ich dieses Pokémon sogar einige Male klonen und dann kann ich einen Giveaway-Stream machen und Shiny Darkrai verschenken, was ich selbst gefangen habe. Ja, wir können ja darüber mal in einem Stream oder auf dem Discord-Server reden, was ihr davon haltet. Oder ich hante nochmal irgendwann ein Shiny Darkrai und dieses Pokémon versuche ich zu klonen. Es kann ja trotzdem irgendetwas schief laufen und auf einmal klone ich nicht Darkrai, sondern Arpador, was ich eigentlich klonen lassen wollte zu Darkrai. Wie sich das anhört, oder? Naja, ihr kennt ja diesen Prozess. Vielleicht habt ihr schon mal davon mitgekriegt.
Verzweifler und es hat sich selbst besiegt. Das Shiny Darkrai hat sich selbst besiegt. Naja, immerhin erhalte ich Erfahrungspunkte und zwar spezielle. Darkrai verschwand im Zwielicht der Dunkelheit. Ich hau jetzt auch erstmal ab. Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal, Leute. Bis dann und danke, dass ihr reingeschaut habt.